Recht herzlich willkommen zur 47. Folge von Stellaris. Ja, wir waren letztes Mal unterwegs und haben geguckt, dass wir hier unser Reich erweitern. Hier an dieser Ecke war das. Müssen wir mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Aber ich glaube da nicht so ganz dran. Militärbasis hatten wir da, glaube ich, gebaut, ne? Oder was war das hier? Ja, Militärstation. Gucken, ob das Land mehr wird oder nicht, ist die Frage, ne? Aber ich glaube eher weniger daran. Jo, hier sind wir noch außerhalb des Bereichs. Wäre super, wenn wir da jetzt noch eine Annäherung hätten, aber das wird wohl nicht, gehe ich von aus. Und letztes Mal haben wir noch einen neuen Forscher gekriegt. Das war ja auch noch gegeben. Ja, müssen wir jetzt gucken, dass wir unser Reich irgendwie vergrößern, indem wir hier ausbauen. Hier hinten hatten wir ja noch was. Was ist hier los? Das ist eine feindliche Flotte, ne? Ja. Und wir sind schon mal da drauf. Und das müsste ja jetzt auch gehen, dass wir da jemanden hinschicken, ne? Kolonisieren. Ah, da wird schon... wir sind da schon unterwegs. Aha, alles klar. Dann sollte das auch laufen. Ja, wie kriegen wir das jetzt hier größer? Wahrscheinlich gar nicht. Hier ist wieder so ein tolles Symbol, dass da unten irgendwas los ist, aber wir wissen auch nicht, wie wir da hinkommen. Was ist denn da, dass das so ist? Den Tabinen. Okay, lass mal hören. Liegt im Raumbereich von den anderen. An Anfang eine Stufe erreicht. Oh, beunruhigend. Ja, da ist schon mal der zweite Stern, das ist doch super. Ja, was soll man da machen, ne? Das ist die Frage. Der blinkt immer schön, aber uns bringt das nicht so wirklich, oder? Ja, das ist nicht der einzige. Da haben wir noch andere Stellen, die genauso sind, ne? Hier haben wir auch sowas. Aber warte mal, hier sind wir doch unterwegs, oder? Erforschen, aber hohe Heimatwelt verfügbar. Wissenschaftlerfähigkeit 3 hat Fähigkeit 5 oder höher. Okay, das heißt, wir haben einen falschen. Wir brauchen aber 5, okay. Auf der S-Traveler. Und wir sind da und dann ist es passiert, oder? Okay. Das ist nichts für uns. Gut. Das bedeutet, unsere Wissenschaftler sind gerade alle von dann. Ich glaube, der ist jetzt 46, 47, 49. Und wir brauchen einen neuen. Und waren wir da nicht letztes Mal? Oh, wir waren da letztes Mal, ne? Und das war dann eine Überlegung, haben wir doch keinen geholt. Kann das sein? Oder wir haben doch einen geholt und das hier ist... Ja, wir haben vielleicht doch einen geholt, ne? Das sind die Überreste von denen, die noch fehlen. Forschungsgeschwindigkeit. Fehlschlagrisiko. Forschungsgeschwindigkeit. Raketentechnik. Was war das andere? Partikel. Okay, und hier unten ist... Forschungsgeschwindigkeit, Staatskunst. Ne, das brauchen wir auf gar keinen Fall. Und dieser ist mir zu alt schon. Das heißt, wir nehmen mal den. Fehlschlag. Ja, komm, zack. Die Dame daher. Und. Da ist er aufs Schiff gekommen. Okay, alles klar. Hier natürlich nur eins. Und. Forschungsschiff ist der erste Traveler. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir da nicht weiter forschen können. Einfach aus dem Grunde, weil wir einen Fünfer bräuchten. Wir haben nur Dreier, ne?
Ja, das ist schade, ne? Was machen wir dann da? Dann müssten die mal Forschung betreiben noch. Wo können wir die denn hinschicken? Das ist die Frage, ne? Hier vielleicht? Das ist wohl schon erforscht, das System. Da ist nur nichts los. Können wir das erforschen? System erkunden. Genau, dann machen wir das. Damit da was vorangeht. Denn die brauchen ja mehr Sterne, damit das erforscht werden kann, ne? Gut. Was haben wir hier? Konstruktionsschiff. Macht auch nichts. Das Kolonieschiff ist unterwegs, ne? Jo, die sind dahin unterwegs, alles klar. Was macht diese Welt? Diese Zone vergrößert sich nicht. Wir haben ja jetzt die Militärbasis da gebaut, das brachte uns jetzt gar nichts sozusagen, ne? Hat alles keinen Sinn gemacht. Gut, das Ganze schließen. Okay. Ja. Necker Prime. Oberfläche. Läuft, ne? 1, 2, 3, 4, 5 Leute sind hier schon. Der sechste wächst und ist auch bald schon fertig sogar. Das ist auch schön zu sehen, ne? Und ja. Müssen wir da weiterschauen, ne? Wie kriegen wir unser Reich da vergrößert? Da müsste man einen Planeten für haben oder sowas, aber den haben wir schon mal nicht, ne? Weil hier ist ja jetzt auch nicht wirklich was, was wir besiedeln können, ne? Keine Anzeichen. Hier ist unbekannter Raum. Das war jetzt unser Kolonieschiff, ist das? Da ist eine Zivilisation, primitive Zivilisation, okay. Hier haben wir so ein schickes Ausrufezeichen. Ja, was machen wir? Das erforschen oder nicht? Machen wir. Zack. Fertig. Wer ist das hier? Neutrale Flotte. Okay, das ist niemand von uns. Ja. Das sieht ja interessant hier aus. Was ist da alles reingekommen? Mindestens eine Flotte steht im Gefecht. Okay. Unser Forschungsschiff ist von dann. Man hat es gerade zerstört, oder wie sehe ich das? Gehe zu. Wo ist er? Doch, ist er noch da. Aber wo? First Strike. Fliegen wir hier hin. Terraforming.
Ja, da ist auch irgendwas, aber keiner weiß was, ne? Das ist das Problem wieder. Das ist das Problem. Hier müsste unser Schiff irgendwie verloren gegangen sein. Die S-Traveler ist nicht auffindbar. Kommunikation abgebrochen. Was machen wir da jetzt? Keine Ahnung, wer das da gerade war. Aber das ist ein Nachbar im Endeffekt gewesen. So, sind hier irgendwelche Welten, wo man überhaupt was mitmachen kann? Da ist gar nichts. Da würde irgendwann mal was gehen, aber bis jetzt Bewohnbarkeit 0. Da auch. 0. 0. 0. Der Mond. 0. Der Asteroid. 0. Alle sind 0. Ja. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir unser System erweitern. Da ist schon wer angekommen. Läuft, oder? So, Kolonieschiff voraus. So, Verwundbarkeit 80% Oberfläche. Kommen die jetzt gleich drauf? Da, denke ich. Und okay, und wo sind die jetzt? Auf Dimitri Prime, okay. Von da unten zurück. Auch gut. Das sind unsere... Oder sind... Das ist unsere Flotte. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier kann man bewohnen. 273, das ist zu viel. Hätten wir reichlich für sogar, aber ist jetzt nicht so das, was ich brauche. Das kann weg. Galaxiekarte schließen, ne, wollen wir nicht. Ja, hier blinkt's und da blinkt's und keiner weiß, warum es blinkt, ne? Das ist das Problem. Dimis Prime. Handelsangebot. Ja, komm, machen wir ein Handelsabkommen. Passt. Handeln wir mit denen. Kolonisieren wir. Gut. So, Forschung beendet. Barriere, Punktverteidigung. Physiklabor. Disruptor. Aus angewandte Quantenphysik. Ja. Verbundene Unterstützungssysteme. Punktverteidigung. 100% Schildbeschädigung. Das hört sich gut eigentlich an, ne? Physiklabor 2. Hier unten. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Das ist Angriff wahrscheinlich. Schön sind sie.
besonders effektiv. Kleiner Disruptor, okay, kann man dann bauen, ne? Das Labor. Ich denke, wir machen das hier erstmal. Obwohl das unterste natürlich. Machen wir das, weil das am kürzesten dauert. Hier sind wir auch bald fertig. Und die beiden anderen dauern. Was ist jetzt der Balken hier von? Das ist der, ne? Ja. Und den Balken sieht man nicht. Erforscht. Haben wir das jetzt nicht gewählt oder was? Nein, das will ich jetzt nicht sehen. Hier erforschte Technologien. Ach, das ist der Balken, das ist der Balken. Und wo ist der letzte hier? Ach, einer ist ja pausiert, genau, weil wir irgendwas anderes erforschen. Alles klar. Gut, haben wir das, ne? Ja, Karte. Gucken. Das wird kolonisiert, das wird dann auch größer. Hier läuft es ein bisschen schlechter. Da kommen wir nicht dran, oder? Das wäre diese Welt. Können wir nicht kolonisieren, weil die eigentlich in unserem Bereich ist. Das ist schade. Ja, da haben wir einen Außenposten gebaut. Bringt der uns weiter, ist die Frage, ne? Sieht momentan nicht so aus. Gut. Okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.